war. An dieser Stelle muss ich eine dringende Durchsage machen. Wir links am Blumengeschäft, die möchten gerne abräumen, können aber nicht, weil ein Fahrrad angekettet ist. Wenn jemand hier sein Fahrrad dort angekettet hat, bitte sofort hingehen, die Leute sind ziemlich sauer. Also die Beschäftigten, die gerne Feierabend machen möchten. Ja. Nein, die Feierabendkette wegmachen. Auf alle Fälle können wir am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn wir uns nicht in die Kirche trauen sollten, also am 26.12. einen Gottesdienst der Christen gegen Stuttgart 21 besuchen. Im Schlossgarten bei der Lusthausruine um 11 Uhr. Das Motto, lieber Weihnachten mit schlauen Schafen als mit reißenden Wölfen. Die Predigt gestaltet Friedrich Gehring und Musik macht die Gruppe Hartlich. Also am Donnerstag, zweiter Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr im Schlossgarten. Trauen Sie sich. Nun, von schier gottlosen Aktionen berichtet der folgende Beitrag aus der Blockadegruppe. Von Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen eine freilich gottgefällige Obrigkeit, also gegen ein sehr teures Geschenk an diese Stadt, das die Damen und Herren der Christlich-Sozialen Union eh nicht bezahlen oder ihre Gartenzwerge von den Freien Wählern oder der Konz von der FDP, dem es wurscht ist, ob das ganze S21-Dings eventuell eine Billion kostet. Immerhin haben sie jetzt den gottesfürchtigen Herrn Schmiedel von der SPD am Wickel. Aber nicht wegen seiner dummen Sprüche für S21, sondern wegen Steuerhinterziehung. Eventuell. Das wäre dann, um im Bild zu bleiben, höhere Gerechtigkeit, damit nicht nur unser Eins die Geschenke der Betonfraktionen bezahlt. Ich bitte Susanne Bödecker von der Blockadegruppe.